Grüßt euch Leute, hier ist euer PVBOK mit einem Silvester-Spezial-Video. Damit ihr auch mal Einblick von mir habt, zeige ich euch jetzt gerade mal so mein Arbeitszimmer im Dachgeschoss oben. Hier meine Sammlung von CDs, Musik-CD, Video-CD, Spiele-CD, alles was der Mensch so nicht braucht. Vor allen Dingen sind es ja schon sehr alte Sachen. Hier kommt der Schwenk zu meinen PC-Anlagen. Da muss ich noch zwei PCs reparieren. Da sieht man meinen Funkempfänger. Und gleich schwenken wir auf meinen PC, der für mein Funk-Amateur-Hobby ausgelegt ist. Und hier empfange ich gerade die Wetterdaten von den amerikanischen Wettersatelliten und die Daten werden hier zusammengesetzt zu einem Bild. Dann geht der Schwenk weiter rüber zu meiner Arbeitsstation, wo ich hier sämtliche Videos verbreche, die euch nicht gefallen oder doch. Das ist also mein Hochleistungs-PC. Der eigentlich schon langsam so an seine Schmerzgrenzen wieder kommt, was die Leistung betrifft. Der ist noch gar nicht so alt, aber trotzdem geht er schon langsam in die Knie wieder. Ja, ein bisschen Tabak und Pfeifen, Arsenale, der Drucker und Scanner, was man heutzutage in einem nicht modernen Büro braucht, eine Stereoanlage mit Plattenspieler. Und da kommen dann noch ein paar restliche DVDs mit entsprechenden PC-Programmen. Alles fein säuberlich abgelegt. Und die Susi darf nicht fehlen von Pearl Agency. Oh, jetzt habe ich Werbung gemacht, ne? Shit, wollte ich ja gar nicht. Aber naja, gut, die lag halt einfach so rum. Und damit ihr auch seht, wie es zu Weihnachten bei mir zu Hause gewesen ist, hier das Bild von unserem Stammessen am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es immer Rouladen, Soße, Klöße, Rotkraut, ein kleines Schnäpschen dazu und einen guten Rotwein. Und so lasse ich mir also das jeden Tag hier eigentlich gefallen, wenn es so wäre. Dann kommen noch zwei Bilder, die ich gemacht habe. Letztes Silvester, da sieht man auch schön den Schnee rumliegen bei uns. Ich wohne also in der nordöstlichsten Ecke von Bayern. Wir haben relativ viel Schnee. Dieses Jahr hat es noch nicht richtig angefangen, aber ich glaube, dass wir zum Januar hin mit sehr viel Schnee wieder rechnen können. Und zur Einstimmung kommt ein Feuerwerk und wer es noch nicht kennt, hier, das ist Hugo. Hugo, sag mal guten Tag. Guten Tag, Servus, grüßt euch, ihr lieben Abonnenten, Servus. So, wer, also Hugo, na, mein Husten geht immer noch nicht weg. Wer Hugo noch nicht kannte, der kennt ihn jetzt. Und das soll zur Einstimmung mal hier ein kleines Feuerwerk sein. Ist aber nicht von mir, das habe ich gemopst aus dem Internet. Ist aber ja nicht so dramatisch, würde ich mal sagen. Feuerwerk ist Feuerwerk. Ja, was will ich eigentlich mit diesem Spezialvideo zu Silvester aussagen? A. Ich wollte euch mal einen kleinen Rundblick und Überblick über mich selber geben. Und zum anderen möchte ich die Chance nutzen, allen meinen YouTube-Freunden, die mir also hier zur Stange halten, die mich abonniert haben, die fleißig mir Likes geben, die auch schöne Kommentare schreiben. Bei denen allen Abonnenten wollte ich mich oder möchte ich mich gerne mit diesem Video bedanken für dieses Jahr. Mein Kanal ist noch nicht ganz ein Jahr alt.
und es geht eigentlich stetig mit dem Kanal bergauf. Das Problem ist, es ist halt ein Nischenspiel, welches ich betreibe, und es gibt hier nicht so viele, die sich das unbedingt alles angucken möchten, was ich aufnehme und was ich an Videos einstelle. Gibt es also wesentlich andere Spiele. Wenn ich die wohl präsentieren würde, dann hätte ich innerhalb von 2-3 Monaten wahrscheinlich 500 Abonnenten. Aber nichtsdestotrotz, ich werde keine Spiele bringen oder Spiele spielen, die ich nicht mag, die mir nicht liegen. Und dann bleibt es eben ein Nischenspiel, das ist eigentlich dann auch nicht so schlimm. Wichtig für mich ist, ich habe eine schöne, wunderbare, freundschaftliche Community auf meinem Kanal. Und das zählt eigentlich. Und deswegen bin ich da auch sehr glücklich drüber. Natürlich freue ich mich, wenn ich Abonnenten und Likes bekomme, das ist ganz klar. Aber da gibt es auch nochmal ein Sondervideo drüber. Das wird im Januar auf jeden Fall kommen. Da werde ich mal etwas über Abos und Likes erzählen. So, liebe Leute, es ist gleich 24 Uhr, denke ich, ne? Dann stoßen wir an zusammen. Kling, klong, ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2017. Bleibt bei mir auf meinem Kanal und dann sage ich erst einmal Tschüss, habe die Ehre, macht's gut, Leute, das war's.